Tristesse beim FC Augsburg. Das Unentschieden gegen Schlusslicht Fürth, ein Sinnbild für die gesamte Hinrunde. Viel investiert, aber nichts gewonnen. Ein Dreier vor der Winterpause wäre so wichtig gewesen. Die Ausgangslage für die anstehende Rückrunde könnte kaum schlechter sein. Auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz fehlen bereits 10 Punkte. Dennoch, es gab auch Positives. Ein Lichtblick Mohamed Amsi. Am marokkanischen Nationaltorhüter hat es nicht gelegen. Ja gut, er hat seine Sache gut gemacht, er ist auf der Linie immer wieder sehr reaktionsschnell und hat gute Situationen da gelöst und etliche Großchancen des Gegners zunichte gemacht und ja, ist ein junger Torwart, der Potenzial hat, dem die Zukunft auch gehört. Ein Lob, das den 23-Jährigen nicht abheben lässt. Seit der Verletzung von Simon Jähn steht Amsi im Kasten des FCA. Er will hoch hinaus und nicht wieder auf die Bank. Also es geht immer besser, klar. Also wenn jemand zufrieden ist, dann geht es bergab. Ja klar, es ist immer was Schönes, was Besonderes, im Tor zu stehen, vor einer schönen Kulisse zu stehen. Und ja, von daher will ich das auch gerne in Zukunft. Man hat noch Ziele in Augsburg. Aufgegeben hat man noch lange nicht. Das Augenmerk liegt auf den eigenen Leistungen. Auch wenn vor einem in der Tabelle ambitionierte Vereine wie Wolfsburg und Hoffenheim stehen. Was die anderen Vereine machen, das interessiert uns wenig. Ich meine, wir haben mit Hoffenheim, Nürnberg, haben wir Heimspiele. Und das sind Spiele, die wir für uns entscheiden wollen. Und das sind dann auch wirklich irgendwo auch sehr, sehr wichtige Spiele. Wir haben tolle Fans in dem Rücken und dann würde ich mal sagen, dann sind tolle Fans, die hinter unserem Rücken stehen, mehr wert als wenn Hoffenheim oder so neue Einkäufe macht oder so. Wenn wir nicht so optimistisch mit der Sache angehen, dann können wir uns schon sofort auch schon geschlagen geben. Und von daher werden wir noch alles dafür tun, dass es dann genauso ähnlich aussieht wie in der letzten Saison. Mit den Fans im Rücken und einer ordentlichen Portion Optimismus zum Klassenerhalt. Den schaffte man im vergangenen Jahr mit einer formidablen Rückrunde. Für das Jahresende muss man die Bundesliga-Sorgen nun erstmal vergessen. Volle Konzentration auf den DFB-Pokal. Am Dienstag kommen die Bayern. Schon vor 10 Tagen gab es dieses Duell. Aus der Niederlage hat man die richtigen Schlüsse gezogen. Die Zweikämpfe annehmen. Ja, frühzeitig in den Zweikampf reinkommen, ja, individuelle Fehler abstellen und gute Torchancen herausspielen, ja, und dann eins mehr machen als der Gegner. Gegen die Bayern zu spielen ist immer was Besonderes, was Tolles, aber ich muss auch klar sagen, dass Bayern momentan eine Übermacht ist im deutschen Fußball und ja, aber Wunder hat es allemal gegeben und von daher sind wir auch zuversichtlich, dass wir auch irgendwas holen können. Ne? Wir haben die erste Halbzeit gegen Bayern sehr ordentlich agiert, haben Bayern München das Leben sehr schwer gemacht. Bayern braucht einen Elfmeter, um dann kurz vor der Halbzeit in Führung zu gehen und ähnlich wollen wir dieses Mal agieren. Ich denke, wir haben taktisch clever agiert und werden daran anknüpfen. Bayern München in Schach zu halten ist immer schwer, aber wir werden es versuchen. In einem Pokalspiel noch dazu ist alles möglich und wir werden alles raushauen, was wir im letzten Saisonspiel oder im letzten Spiel vor Weihnachten noch drin haben. Gegen die Übermacht aus München nochmal alles geben. Eine Pokalsensation würde dem FC Augsburg und Mohamed Amsif den nötigen Aufwind geben. Motivation im Kampf um den Klassenerhalt. Auch die Tristesse wäre dann wohl wieder verflogen.